Sonnenaufgang in Erbil. Die Taxifahrer nehmen ihre Arbeit auf. Für einen von ihnen ist es ein ganz besonderer Tag. Uday kam vor 2 Jahren mit seiner Familie hierher, als die Terrormiliz Islamischer Staat seine Heimatstadt Karakosch besetzte. Er ist Christ und fürchtete um sein Leben. Vor einigen Tagen hörte er im Fernsehen, dass seine Stadt zurückerobert wurde. Uday will wissen, wie es dort aussieht. Natürlich würde ich mit meiner Familie gerne zurückkehren. Aber nicht, bevor die Region völlig befreit und damit sicher ist. Sein ältester Sohn hat Heimweh und würde am liebsten mitfahren nach Karakosch. Zu gefährlich, meint Uday, er will alleine los. Denn es gibt dort sicher Minen, auch in den Häusern. Uday hat auch gehört, dass sich die Dschihadisten noch in Tunneln verstecken. Karakosch ist nur 30 Minuten von Mosul entfernt. In dem Gebiet wird noch gekämpft. Zivilisten kommen eigentlich nicht durch den Checkpoint. Uday aber hat dank seines Bruders, der Soldat ist, einen Passierschein. Nach 7 weiteren Checkpoints und 2 Stunden später ist Uday da. Seine Heimatstadt erkennt er kaum wieder. Klar bin ich froh, dass ich durch die Checkpoints gekommen bin und meine Stadt wiedersehe. Aber all das hier, das erschüttert mich. Ein christlicher Kämpfer begleitet Uday zu seinem Haus. Sicher ist sicher. Uday fehlen die Worte. Kein Zweifel, der IS hat sein Haus angezündet, nur weil es einem Christen gehörte. Es riecht immer noch nach Sprengstoff. Der Krieg hat seine Spuren hinterlassen. In dieser Einkaufsstraße wurde ein Lager mit selbstgebauten Minen entdeckt. Hier hatte Uday sein Kleidergeschäft. Es ist völlig zerstört. Wenn er irgendwann zurückkehren sollte, wird er von vorne anfangen müssen. Uday setzt seine Zeitreise fort. Er will das Haus sehen, wo er mit seinen 9 Brüdern und Schwestern aufgewachsen ist. Hier war das Wohnzimmer. Ich erinnere mich, wie ich hier mit meinem Vater saß. Und er war dort. Die Bibel. Udays Vater starb an einem Herzinfarkt 3 Tage nach der Flucht aus Karakosch. Das Haus hatte er mit seinen eigenen Händen gebaut. Alles liegt in Trümmern. Wer würde hierher zurückkehren? Hier ist man nicht in Sicherheit. Mitten in seinem Haus entdeckt Uday ein riesiges Loch. Es stimmt also, was man über die Tunnel der Terrormiliz IS erzählt. Dieser Tunnel trägt die Handschrift der Dschihadisten. Sie haben ihn gegraben, um sich vor den Luftschlägen zu schützen. Und sie haben solche Tunnel auch für Überraschungsangriffe auf die Koalitionstruppen benutzt. Plötzlich taucht ein Polizist auf. Du solltest da mal reinschauen. Mit meiner Ausrüstung geht das nicht. Vielleicht sind da noch IS-Leute. Um die werden wir uns schon kümmern. Der Polizist sieht nach. Es ist alles in Ordnung, aber sicherheitshalber verlassen sie den Ort. Auf dem Rückweg nach Erbil ruft Uday seine Frau an. Karakosch können sie alle vergessen. Vielleicht gehen sie nach Frankreich, am Abend wieder mit den Kindern reden. Ich muss das alles meinem ältesten Sohn erzählen. Ich werde ihn nicht anlügen und ihm sagen, ich hätte seine Bücher oder Spielsachen gefunden. Bevor Uday zurückfährt, sucht er in einer Kirche Trost und neue Kraft. Sein Irak existiert nicht mehr. Ich will meinen Kindern eine Zukunft ermöglichen. Vielleicht in einem anderen Land. Ohne Hoffnung kann man nicht leben. Aber ich habe kein Vertrauen mehr in dieses Land. Wir sind noch einmal heil davongekommen. Das nächste Mal aber vielleicht nicht. Tut mir leid, aber ich glaube, dieses Land ist nicht mehr zu retten.